So, meine lieben Freunde, lass es geschehen, YouTube. Herzlich willkommen. Gleiche Stelle, gleiche Welle, neue Folge. Mission geht weiter. Wir haben das Dings gekriegt. Wir müssen jetzt das Gold für die UFL markieren. Haben eine neue Pimp-Karre geschenkt gekriegt. Mit der wir nur hoffentlich heile noch den Berg runterkommen. Wir wollen die ja auch behalten, das Auto. Ja? Damit wir damit angeben können. So. Das heißt, hinten zur Oase rum. Hört auf mich zu schießen. Was wollt ihr denn alle von mir? Spinner. Ja. Hallo? Ich bin schon vor zur Oase. Schien mir der einzige Weg, um sicher zu gehen. Aber beeilen Sie sich. Die Patrouillen sind bald wieder hier. Kannst du aussteigen, du Arsch? Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Lauf, 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 lauf. Okay, wir müssen uns beeilen. Sie retten. Oder ihr helfen, sie unterstützen. Aber wir müssen erstmal weg hier. Ich weiß auch gar nicht, wo man den Wagen hätte parken können. Weil ich glaube sogar, dass der irgendwann einfach verschwindet, das Auto. Oder wir haben ihn halt irgendwo in der Garage. Da kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern. Keine Ahnung. Er hat uns auf jeden Fall ein Auto geschenkt. Keine Ahnung, was man damit machen soll. Kaputt ist kaputt. Wenn er weg ist, ist er weg. Ist egal. Können wir eh nicht mit anfangen. Er ist nur ein Auto. Und ich hoffe, hier steht ein Auto bereit. Ja, nice. So, da wollen wir mal auch endlich wieder Auto fahren, Leute. Letzte Folge war hammergeil. Wir haben ja diese neue Sniper immer noch dabei, die wir uns auf jeden Fall auch kaufen müssen. Aber da müssen wir erstmal gucken, dass wir endlich den Waffenhändler bekommen. Weil wir haben keine Waffenhändler-Mission. Und wir brauchen ganz dringend Waffenhändler-Mission, damit wir diese Waffe auch freischalten. Auch die andere Waffe, die M16 und so, will ich gerne freischalten. So. Dann wollen wir mal gucken, dass wir ihr helfen können hier. Sah gerade aus wie ein Toter. Der ist doch gar nichts. Achso, ja. Man sollte auch in die richtige Richtung gucken, Labium. Da ist sie. Ah, wo sind die Gegner? Hey. Hallo, hier drüben. Ja, hi. So, ich soll das markieren, das Gold, ne? Ja, dann gehe ich mal. Oh, heilige Scheiße. Hier ist das ganze Gold, ne? Erste Hilfe nehmen wir mal auf. Hier ist das Scheiß markiert. Oh, oh. Ja, sag ich ja, oben gibt's Ärger. Hey, hey! Komm fucking hier! Ich hab Hilfe nötig! Alter, Mann! Was ist die? Au, 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 au. Eine Spitze. Au, au. Kannst du mal ein bisschen mitmachen? Danke. Hier ist irgendwo noch einer, ne? Okay, perfekt. Wir haben es auch, Albus. So super. Ich werde mich nie daran gewöhnen, beschossen zu werden. Ich auch nicht. So. Danke, wenn Sie los wollen, sehe ich mich hier noch um. Jo, tschu. Geil, geschafft. Krasse Mission gewesen, Leute. Guck nochmal hier vorne. Wie vielleicht irgendwas anfängt zu blinken.
Ich glaube nicht. Oder? Hier fängt nichts an zu blinken, ne? Schade. Ich habe eigentlich gedacht, dass hier irgendwas Tolles ist. So. Goddammit. Waffenladen hat immer noch nichts Neues. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch wieder runter zum Bus. Und dann müssen wir wieder eine Hauptmission machen. Würde ich sagen. So ein Attentat können wir aber auch noch machen, ne? Wir haben ja noch diese Riesensniper dabei. Aber die ist halt so unsicher. Aber mit der anderen machen wir ja auch Pengtu. Ob wir jetzt die dabei haben oder die andere. Macht halt hier nicht wirklich den Unterschied. Oh Gott, das ist ja da ganz hinten. Ja, leck mich. Nee, warte mal. Dann gehen wir mal zum Unterschlupf und holen uns mal ein Auto. Ich würde sogar sagen, wir nehmen erstmal wieder eine... Ich glaube, wir müssen sogar erstmal wirklich Hauptmissionen machen. Also wichtige. Damit wir weiter im Spielgeschehen vorankommen. Und dann wieder Missionen kriegen, wo wir einfach Konvois aufhalten. Um dann Waffen wieder freizuschalten. So krass, wie er die nachlädt. Das ist so ein Riesenteil, Mann. Schade, dass wir die noch nicht haben. Die hätte ich gern schon. Lass mich in Ruhe. Gehen wir nicht auf den Sack. Mensch. Lass mich doch einfach mal in Frieden fahren. Red hier mit den Leuten, ja, die zuschauen. Und ihr kommt und schießt einfach auf mein Auto. Was soll denn das? Hä, was war denn das? Hat irgendjemand da auf mich gesnipert? Ist da irgendwo ein... Ach ja, die haben ja einen Sniper da hinten auf bei dem da. Ja genau, der hat mich dann halt zweimal getroffen. Gutes Aim, Kollege, Alter. So. Dann geht's erstmal wieder ab in die Mitte. Dann wollen wir mal schauen, was da noch kommt jetzt. Speichern natürlich. Möchten wir das? So, dann haben wir jetzt wieder nur bei dem Gegner eine, also bei den anderen, UFL, UFLL, ne? Und das rechts ist immer die APR. Ja, wir sollten auch reingehen, wir Idioten. Also nicht wir, sondern ich, Idiot, ne? Hey, wird nicht geschossen. Ja, ja, mach ich doch gar nicht, chill. Kleinen Moment, keine Waffen, Arme ausstrecken. Jupp, kenn ich schon. Was ist das hier? Manchmal ist es ein bisschen verbuggt. Das ist egal. Ist ja Windows 10, ne? Ob, bin froh, dass das Spiel darunter noch läuft, ey. Gucken wir mal oben. Erstmal holen wir uns erst Hilfe. Es heißt, sie alle würden das Land verlassen. Glauben Sie nicht alles, was Sie hören. Sie bezahlen uns für einen Job, richtig? Und den erledigen wir auch. Geld hat was John nach Afrika gelockt. Kein Geld, keine Söldner. Lass Geld sehen und es gibt keine Probleme. Sie beherrschen Ihren Job. Besser als die anderen, die ich angehört habe. Dank Ihnen wird die UFLL immer stärker. Und das ist gut. Wollen Sie einen Job? Ich hätte da was. Ich habe vor, die APR da zu treffen, wo es weh tut. Die verfluchten Kämpfer da speisen wie Könige. Wissen Sie warum? Sie werden von diesem Agrarunternehmen bezahlt. Geben und nehmen. Die APR bewacht die Farm und bekommt dafür massenhaft Essen. Was die machen, ist unmoralisch. Vergiften das Wasser und den Boden. Schon möglich. Der Punkt ist, dass die APR dadurch im Vorteil ist. Die Soldaten bewachen die Farm östlich der Stadt. Da stehen ein paar Treibhäuser. Zwischen zwei Treibhäusern steht ein Schuppen. Da drin sind Bewässerungspumpen. Zerstören Sie sie. Sie sind schlau. Sie wissen, was zu tun ist. Dann werden die Wissenschaftler verstehen, dass die APR keinen Schutz bieten kann. Niemandem. Natürlich nur, wenn sie erfolgreich sind. Okay. Mach ich, ja. Sonst noch irgendwelche Infos? Sie verstehen? Zu den Treibhäusern. In den Schuppen und zerstören sie die Rohre. Wir bezahlen in Steinen, wie üblich. Danke. Sie sind auf sich gestellt. Erwarten Sie keine Hilfe, nicht mal von uns. Ja, kenne ich schon. Da vorne. Okay.
Dieses Mal werden wir diese Mission aber so machen, dass wir die Hilfe von ihr nicht annehmen. Und mal schauen, wie die Mission dann ausgeht. Weil wir haben so übertrieben schon Dings zu ihr aufgebaut. Das ist der Hammer. Also keine Ahnung, ob wir sie echt immer noch brauchen. Oder wollen wir das wieder annehmen? Ich weiß nicht. Wo will sie uns denn treffen? Ach, da unten. Ne, wir machen das dieses Mal ohne sie. Wir hören dieses Mal nicht auf sie und gehen wirklich den Termin nach, den wir haben, und schau mal, wie das dann läuft. Ich bin ja mal gespannt. Ich will mal gucken, was auch passiert, wenn wir einfach eine Mission machen, ohne dass sie dabei ist, ne? Und wir nicht auf sie hören. Weil der Ruf ist ja jetzt, wie ist der Ruf, Kameraden? 15, ja. 15. Das ist halt schon nicht schlecht. Können wir auch erstmal so lassen. Entweder die roten Pumpen im Treibstoff zerstören, ja, oder sie treffen. Oh. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Kacke. Das buggt aber ein bisschen hier. Das buggt aber ein bisschen, Leute. Auch noch nicht passiert sowas. Okay, wir müssen einfach nur die Treibstofftanks zerstören. Mehr ist es gar nicht. Nichts leichter als das. Da rechts hinten rum sind die ganzen Leute. Da schlendern wir jetzt aber einfach mal vorbei. So rostig sieht die Waffe gar nicht aus, ne? Obwohl die eigentlich übelst hart abgenutzt ist. Offensichtlich, ja? Weil wir ja immer wieder diese Ladehemmung haben, wenn wir mit der schießen. Oh, gleich sind wir da. Okay, gleich sind wir nicht da, aber wir brauchen nicht mehr so lange. Mist, wir haben noch keine Munition. Ich hoffe, da, wo wir jetzt hingehen, finden wir neue Munition. Das dürfen wir eigentlich immer nicht vergessen, ne? So, so wird eine Mission nur ärgerlich. Weil wir hätten ja im Hauptbase da, wo wir waren, wo wir die Mission gekriegt haben, da hätten wir ja auch Dings annehmen können. Ah, aber hier vor uns ist noch ein Dings, was wir nicht eingenommen haben. Schaut mal. Vielleicht haben die ja Munition für mich. Da sehe ich auf jeden Fall jemanden. Okay, das war voll auf dem Kopf, aber offensichtlich. Und wieder nicht. Und wieder nicht. Und jetzt doch. Wenn er fährt, treffe ich. Wenn er aber nur rumsteht, treffe ich ihn nicht. Muss irgendwas falsch machen, Leute. Da vorne ist das. Davor ist auch noch so ein Stützpunkt, habe ich gerade gesehen. Welche Munition haben wir noch mit der großen da? Da ist noch ein bisschen Muni. Ah, und hier an dem Stützpunkt ist Munition, oder? Ja, nice. Mal her damit. Ach, hier ist ja... Ach so. Ja, weil wir die Stützpunkte verbessern. Ja, schau mal an. Da kommen sogar Munition und sowas dazu. Das ist ja geil. Und das ist, weil wir die Mission mit den Leuten machen. Glaube ich sogar. Na egal, dieses Mal machen wir es nicht. Mal gucken, ob das so viel einfacher wird. Weil die haben ja gesagt, die Missionen mit den Kameraden sind schwieriger. Ja, wollen wir mal schauen, ob das Spiel recht behält. Und machen das mal ohne den Kameraden. Ohne Michelle. Ist bestimmt sauer auf uns dann. Das Gute ist auch, wir haben noch den Stützpunkt hier vorne nicht. Auch den links daneben nicht.
Und dahinter haben wir auch noch nicht. Wir waren noch nicht viel hier, oder? Doch, ein bisschen waren wir schon. Wir haben auf jeden Fall hier schon Diamanten 1, 2, 3 gefunden. Ich weiß noch, dass wir in irgendeiner Folge da an der Antenne waren, unten links. Da haben wir eine Mission geholt. Das weiß ich auch noch. Was? Was mit lose? Das wäre so geil gewesen, hätte ich den anderen getroffen. Holy shit. Hätte ich mit der Explosion den Wagen in die Luft gejagt. Das wäre geil gewesen. War da oben. Da oben drauf gibt es wieder Diamanten oder so. Da oben, ja, ich sehe es. Da. Ja, wie kommt man hier rauf? Ja, so. Oh. Auch ein raffiniert versteckter Koffer. Alter. Wir haben 121 Diamanten, Leute. Wir sollten echt mal irgendwann was ausgeben. Das ist ja der Hammer. Hier ist der Tank in die Luft gegangen. Und was ist das hier für ein Stützpunkt? Ich glaube, wir haben... Yep. Hiermit das Ding kaputt gemacht. Aber wir konnten den trotzdem noch identifizieren. Super. Uni, danke. So, wir sollen da hin und die Tanks kaputt machen. Boah, diese Scheißwaffe. Alter, das hat geknallt. Der wusste auch gleich, wo wir sind, ne? Die Sniper sind halt, die haben ein gutes Auge, die Viecher. Alter, wie er das auch nachlädt, ne? Das ist ein Monster an Waffe. Holy shit, Mann. Ich hätte da fast drauf geschossen, weil ich gedacht habe, das ist ein Gegner. Aber wir können mal hier oben rauf gehen und mal schauen. Ob wir von hier oben irgendwas sehen. Da in der Mitte ist die Hütte. Oh, fuck. Die Waffe ist kaputt gegangen. Na, ganz toll. Dann gib mir mal die hierher. Ja, wo sind die denn, sag mal? Ist hier nur ein Wachmann? Leute, seht ihr welche? Die überhaupt keine Leute. Naja, wir gehen mal rein. Hä, woher kommen die auf einmal? Alter, was geht hier?
Wo kommen die auf einmal? Ich glaube, die können hier durch die Scheibe nicht schießen. Ja. Können durch die Scheibe nicht schießen. Au! Komm schon. Oh, fuck. Woher sind die auf einmal gekommen? Das frage ich mich jetzt gerade. Da war kein Mensch. Ich gehe da rein. Auf einmal sind sie überall. Hallo. Er rettet mich. Uah. Oh. Hier sind wir sicher. Verarzten Sie sich. Oh Gott! Ah. Deckung! Da ist ein Scharfschütze! Guter Mann! Boah, die Waffen sind so kacke. Wo ist denn meine Uzi jetzt? Okay. Also wir müssen hier drüben kaputt machen. Fuck, fuck, das ist er. Ich bin getroffen. Kacke. Der hängt aber so komisch fest, ne? Alter, hier geht's halt ab wie Scheiße, ne? Also wir müssen das kaputt machen, oder? Abgeschlossen. Weg. Nur weg. Ich bin sogar der Meinung, dass die Mission, wenn wir jetzt zum Beispiel zu den Leuten gehen, ja, also da mit der einen die Mission machen, ich glaube, die Missionen werden einfacher und nicht schwieriger. Wir müssen unbedingt neue Waffen holen. Das ist ja ekelhaft. Wir gehen mal hier vorne zum Ausgang hin. Unser Kollege hält ja hier noch die Stellung. Der hat uns ja jetzt gerettet. Naja, muss er auch mal machen, ne? Das haben wir schon für den alles gemacht. Da ist das. Ist das hier in der Hütte? Hier irgendwie in der Hütte, ne? Oder oben drauf? Ah, in der Hütte drin. Danke. Ein Diamant, wow. Na egal, wir können hier wieder raus, haben einen Diamant und hauen hier ab. Also wir werden hier definitiv abhauen. Und dann gehen wir... Boah, die Bushaltestelle ist halt übertrieben weit weg. Aber wir könnten den Wagen nehmen. Dann hier einfach links rum rausfahren, ja. Da stoßen wir jetzt mal wieder auf Widerstand, aber... Ich meine, besser als gar nichts. Und wir müssen erstmal zu dem Waffenladen. Und ich glaube sogar, wir können zur Bar gehen, ja. Wir fahren zur Bar. Komm schon. Okay, der Schiff ist ein bisschen anders, passt schon. Der hat eh kein MG auf dem Auto, also kann er eh nicht viel machen. Wir fahren jetzt hier außerhalb raus. Werden dann jetzt, hallo? Oh, gib mir das auf den Sack.
Danke. So, au. Au, au. Wir werden jetzt hier außerhalb rausfahren. Dann nehmen wir den Bus in die Stadt. Dann fahren wir zu den Leuten und machen mal im Café. Ja, werden wir mal eine Mission annehmen. Und dann werden wir mal gucken, wie weit wir da kommen. Weil das war jetzt gerade, also ich fand die Mission jetzt gerade schwieriger als vorher. Das kann aber auch sein, weil wir diese ekelhaften Randwaffen dabei hatten. Also, du kannst ja von den Leuten nichts aufheben. Was, das Ding ist halt, was ich mich frage ist, was verkauft denn der Schakal bitte für Waffen an die Leute? Das ist ja lächerlich. Der übelst der Müll. Und das Schlimme ist, unser Kollege, der uns gerettet hat, kommt und gibt uns halt übelst die Randwaffe. Oh, was? Digga, liegt hier eine goldene Waffe rum? Lol, eine goldene Waffe. Oha, Digga. Warum haben wir da eine goldene Waffe? Oh ja, ich glaube, ich weiß, man konnte die finden. Ich glaube, es gibt 3 oder 4 solcher Dinger. Ich glaube, es gibt auf der Map 3 oder 4 solche Teile. Alter, ich weiß nur nicht, wie behält man die jetzt? Ich glaube, die sind nämlich unzerstörbar, die goldenen Waffen. Ich glaube, es gibt 3 oder 4 goldene Waffen auf der Map. Da müsste ich mal meine... Ich habe so eine Special Edition. Au. Von wo bitte? Ich weiß vorne, aber hat der mich gleich gesehen? Alter, wie die schießen, Mann. Ah, diese Stützpunkte sind halt auch immer wieder voll, ne? Alter, wir haben eine goldene AK. Was ist da los? Mal eine Spritze reinballern. Ja, hier waren wir ja schon, ne? Hier hatten wir ja noch den einen Diamanten gefunden. Okay, jetzt muss man mal wissen, wie lange die Dinger halten, ne? Also ich glaube zumindest, dass die ewig halten. Ich muss das mal googeln. Da müsste es bestimmt noch irgendwo Beiträge dazu geben, zu Far Cry. Was mit diesen, was es mit diesen goldenen Waffen auf sich hat und wie man die behalten kann. Also ich glaube ja, dass sie auch irgendwann abnutzen werden, aber ich weiß nicht halt wann, wie. Ja, das weiß ich nicht mehr. Das sieht auf jeden Fall schick aus, ne? Eine gute goldene Waffe, mein Junge. Das ist, was ich brauche. Die Folge war schon wieder sauspannend bis jetzt, Leute. Meine Fresse. War echt knapp vorm Tod. Das erste Mal, dass wir auch wieder rumgefallen sind und dass er uns dann hilft, ne? Guckt euch das Teil an. Ich will mal, dass er sie bewegt. Wir müssen mal kurz stillstehen. Dann guckt er sich die nämlich an. Das will ich mal sehen, wenn er die bewegt und sich die anguckt, was er da denkt. Er so, das ist ein Eisen. Das ist ein Eisen. Was ist das überhaupt für eine? Ist das eine goldene AK? Boah, Alter, guckt euch die Knarre an. Geil. Goldenes Teil, Mann. Meine Fresse, ne? Da bin ich ja wirklich geil drauf, ne, auf das Ding. Das will ich mir mal angucken. Aber jetzt machen wir erstmal wieder eine Mission von unseren Kollegen. Oh, wir können auch wieder eine neue Widerstandsmission noch machen. Die werden wir dann auch nochmal abholen, weil Widerstandsmission ist immer wieder für unser Zeuggut. Ne, wir wollen ja die Medizin auch kriegen. Aber wir holen jetzt erstmal davon eine von unseren Kollegen. Gucken dann, ob wir auch noch die Widerstandsmission nehmen können. Dann machen wir nämlich 2 auf 1 Streich. Aber von ihm da hinten bekommen wir ja gleich Pässe. Das passt dann sogar. Gucken wir mal. Vielleicht können wir ja beides gleichzeitig annehmen. Passt halt eh immer besser, wenn wir 2 Missionen gleichzeitig haben. So haben wir in einer Folge immer ein bisschen mehr zu tun, ne? Wir müssen nicht immer von A nach B rennen, um dann erstmal die Mission zu bekommen.
So, jetzt will ich aber erstmal was gucken. Wird die goldene AK gespeichert, wenn wir was anderes dafür nehmen? Ne, die wird da gelassen. Ja, dann müssen wir die leider mitnehmen. So, eine Uzi auch wieder. Danke. Oh, ne. Wir müssen die goldene mitnehmen, hallo? Ja, wir nehmen auf jeden Fall wieder die mit, weil die große ist... Das Problem ist, ich glaube, wir müssten mal so eine große Waffe, wo der, wo diese Armbrust drinne ist, müssten wir mal... Warte, wir holen uns mal eine andere Waffe, Leute. Also die goldene AK bleibt auf jeden Fall erstmal in unsere Tasche. Ne, weil das ist Pflicht. Oh, Medizin auch wieder neu. So. Dann gehen wir mal ein bisschen... Jetzt gehen wir mal ein bisschen shoppen. Das haben wir echt lange nicht mehr gemacht. So. Schade, so große Waffe haben wir noch nicht. Hier ist auch dieser AS-50, die wir hatten. Und das, was wir jetzt haben in Gold, ist, glaube ich, eine AK-47, glaube ich. Ne? Das war... Man hat es nicht gesehen. Hier, PKM haben wir. Gönnen wir uns mal. Kaufen wir. Erstmal kaufen, damit auch die neuen Verbesserungen freigeschaltet sind. So können wir nämlich nochmal ran und dann gleich auch die Waffe verbessern. Vertraulichkeit oder wie das heißt, wollte ich gerade sagen. Handbücher. PKM. Präzision verbessern. Verlässlichkeit verbessern. Fischerboot, auch so großer Truck, Jeep brauchen wir nicht. Was noch? Schrotflinten, Munitionsgurt. Wir machen auf jeden Fall Grenadiergurt. Tarnanzug. Stealth-Verbesserung, okay. Mittlere Verbandskasten. Okay, dann haben wir erstmal auch nicht was ausgegeben, ne? Spezialwaffenkisten brauchen wir erstmal nicht, oder? Wir könnten die halt reinlegen, da müssen wir nicht immer wieder zum Waffenladen gehen, aber ich gebe jetzt erstmal nur das aus, okay? Wir haben jetzt genug ausgegeben, Alter. Wir hatten 120 Diamanten. Holy shit. Wir haben richtig viel ausgegeben. So. Jetzt nehmen wir mal eine bessere Waffe mit. Ja. Wir nehmen mal die große mit. Wo ist sie? Da ist sie. Anstatt den Bogen. Ja, perfekt. Besser. Leute, glaubt mir besser. Neue Granaten. Jetzt können wir auch mehr Granaten nehmen. Aber das passt schon. Jetzt gucken wir mal, wie viel Munition wir tatsächlich haben für die ganzen Waffen. Für die haben wir jetzt 200, 300 Schuss. Hierfür haben wir 30, 90. Und hierfür haben wir 30, 150. So, dann nehmen wir noch die Mission an. Mal gucken, wer. Ist egal, wer. Ich muss mit Ihnen sprechen. Was ist los? Ich habe die Kiste mit meinen Akten verloren. Sämtliche Beweise gegen alle Gruppen. Ich muss sie finden. Okay, nein. Klar, denken Sie nur an sich selbst. Ja, ja. Was hast du? Hi. Im Treibstofflager ist Propan angekommen. Okay. Sie werden es für einen großen Angriff bei der Grenze nutzen. Der Tank im Treibstofflager muss zerstört werden, bevor es losgeht. Wie wäre es mit Ihnen? Ja. Auf der anderen Seite der Grenze sind viele Kinder. Das kümmert diese Typen nicht. Mich schon. Okay. Dann gehe ich los. Klasse. Gut, dann haben wir das Ziel. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir die Widerstandsmission kriegen, wo wir dann da das Zeug holen. Warte mal, gucken, ob das geht. Müsste vielleicht gehen. Ich weiß nicht, ob man zwei neben... Das ist ja auch so eher so eine Nebenmission. Ich weiß nicht. Wir müssen mal... Wir schauen einfach mal. Wir schauen mal. Wir fahren eh in die Mitte. Wir müssen eh den Bus nehmen. Ja, weil die Mission da oben links in der Ecke ist. Das kommt uns natürlich auch wieder zugute. Weil wir dann nicht da... nicht dahin fahren müssen durch die ganzen Länder. Weil es nervt schon auf Dauer, wenn da immer wieder... Das ist halt das Einzige, was irgendwie doof war mit den Stützpunkten immer, ne? Ich hoffe, wir können die beiden gleichzeitig annehmen. Okay, das ist ja eine rote und eigentlich eine gelbe Mission. Wir könnten sogar normalerweise, wenn ich mich nicht irre, sogar noch eine blaue Mission annehmen, ne? Die rote sind ja so richtige Nebenmissionen. Warte, wir laufen hier mit unserer AK in Gold rum. Oh yeah. So, dann gucken wir mal, ob wir hier eine Mission bekommen. Schön, wir haben auch einen Platz für neue Spritzen. Hey! Der Lehrling des Teufels will noch immer verhandeln. Ich habe heute nichts, Sir. Reden Sie mit meinem Partner, einem Tierarzt nordwestlich von Pala. Sehen Sie auf Ihrer Karte nach. Okay. Männer wie Sie werden nie freundlich empfangen, aber wenn Sie uns helfen, hilft mein Kollege Ihnen. Versprochen. Dankeschön. Er wartet auf diese Reisepapiere. Bringen Sie sie ihm, dann bekommen Sie Medikamente. Alles klar.
Medikamente. Jo. Immer mit den Leuten reden, das ist immer das Beste, wenn man gleich so diese Mission hat und sich erstmal ordentlich vorredet. Guck mal, das ist fast ein Abwasch, das machen wir nämlich in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Denn dort werden wir uns dann mal ein bisschen weiter um die ganzen Sachen hier kümmern. Ja, da machen wir nämlich die Mission mal für die Leute, dann holen wir uns neuen Vorrat an Tabletten, weil ein paar müssten wir noch haben. Ich glaube, eine müssten wir noch haben und dann nochmal eine neue Packung haben wir. Und jetzt kriegen wir wieder eine neue Packung. Also haben wir dort erstmal wirklich mehr als genug an Vorrat, was Tabletten angeht. So, wir nehmen die hier und fahren da mal hin. Auch krass, goldene AK. Ich muss mal gucken, wie die richtig heißt. Das wird dann in der Überschrift stehen. Weil ich glaube, aber es ist eine goldene AK, ja. Nur weil der Griff hinten fehlt. Aber die dürfte sich nicht abnutzen. Hoffen wir mal nicht. So. Da wird gespeichert. Zack. Nice. So. Wir sind angekommen. Wir machen die nächste Mission. Ja, zum Treibstofflager gehen und die Propanflaschen zerstören. Und Untergrundmission, die Untergrundzelle nordwestlich von Pala kontaktieren. Werden wir machen. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part zu Far Cry wieder. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Tschüss, bis dann.